Moin, das ist ein Tutorial, soll euch weisen, wie ihr mit der Shobi-App schaffen könnt. OneNote, den immens praktisch ist, den ihr vielleicht auch schon benutzt, ist gut für große Projekte, wo ihr immens viel Material muss bei ihr sammeln. Da an der Hand ist Shobi dann auch recht praktisch für kleine Arbeiten, einzelne Arbeitsplätze mit kleinen Projekten. Ich weise euch dann auch, wie ihr euren eigenen Account könnt aufstellen. Um iPad könnt ihr auf die Shobi-App klicken. Und du sign up for free holen. Hi, muss er daran denken, ihr seht Schüler. Ob passend ist, das funktioniert nicht. Die zwei Möglichkeiten, die könnt man den Username erst ummelden. Den muss er da verhalten und ein Passwort abstellen. Persönlich fand ich, mit Google sich ummelden, finde ich mir einfach. Meldet euch einen Gmail-Account, wenn ihr noch keinen habt. Meldet euch da mal an, das funktioniert viel mehr einfach Programm. Nun kommt eine ganz wichtige Etappe, es geht darum, eine Klasse beizutreten. Du kriegst einen Code von eurem Enseigner, entweder per Mail oder an Tafel geschrieben. Der Code hat am Bildschirm als natürlich das Beispiel. Wenn ihr das bis gemacht habt, sieht ihr dann an eurem Code, der sieht dann so aus. Ihr könnt eher dann gucken bei Edit oder beim Num klicken. Guckt, wann schrift, dass eure Num richtig steht, das erkennt der Proverbs nicht. Dann seht ihr an der Klasse, wo ihr da dran seht. Ihr könnt natürlich auch einer Klasse beitreten, indem ihr einen Code antippt. Anhand von zwei kleinen Beispielen weise ich euch, wie die an der App könnt schaffen. Ihr seht, die hat zu Aufgaben zu machen. Die erste ist für am Montag, die zweite ist für am Mittwoch. Ein Senior kann du festlegen, bis wie viel Uhr ab wegen Dachsings gemacht. An der ersten Aufgabe hat ein Senior gern, dass man es unregelmäßig Verben lehren. Ihr könnt auf die Lösch klicken und die gucken. Und damit über links aus die blauen Pfeiler, da kann ich ein Blatt rickeln. Ihr könnt dann auch mit einem Highlighter Sachen farbig machen, wenn ihr will. Und das bleibt dann an dem Bild dran. Wenn ihr das aber nicht mehr will, kann ich natürlich von Gummi auch alles beim Ausmachen. Am zweiten Teil von dieser Aufgabe hat noch Senior gern, dass wir Verben schreiben. Hier können wir ein Blatt abmachen, mit groß machen, das ist auch nämlich mit hilfreich für Schreiben. Wir können mit unserem Pencil auf Blatt schreiben oder wir können diesmal auf den T drücken, eine Textbox machen. Da können wir dann tippen, so machen und auf die richtige Platz regeln. Also auch meistens mit proper. Nun geht es darum, das Ganze nach oben zu gehen, dann machen wir diesmal oben links auf Done drücken. Wenn das bis gemacht ist, kommen wir also bei Startzeit zurück. Die kleinen Bleistifte jetzt weisen, dass wir etwas geschrieben haben. Und die kleinen Klammer heißt, dass wir etwas aufgehen haben. Die kriegt auch immer ein kleines Nachricht, wenn der Proverbs etwas Neues geschickt hat. Nun gucken wir die zweite Aufgabe. Ich hätte noch Senior gerne, dass wir ein YouTube-Video gucken. Wenn wir auf den Link klicken, springt die YouTube direkt auf und das Video geht los. Wenn wir da fertig sind, können wir zurück an den Shobi. Wenn ihr zum Beispiel etwas nicht verstanden mit der Angabe, kann ich dem Enseigner direkt schreiben. Dann möchte ich ihn an der kleinen Küste üben und dreht ihn auf Post. Ich frage mich, ob wir das ganz dürfen am Word schreiben. Muss ich dem Enseigner ein bisschen Zeit geben, dann könnt ihr eine Antwort direkt und wir dürfen das. Du weiß nicht, ich sehe noch, wie ich etwas als ein anderes Programm an den Shobi kann dran setzen. Hier holen wir zum Beispiel das Word, wo wir unser Resümee tippen. Wenn wir fertig sind, klicken wir oben rechts auf Share. Da können wir die ganze Sache dann in Überschrift gehen, wenn wir die verspeichern. Ganz wichtig, wir schicken ein Copy. Send Copy. Und da denken wir darum, dass wir eine andere App benutzen. Und da können wir das Shobi rauswählen. Hier sehe ich mal die Kurve raus, wo wir die setzen. Hier setzen wir dann noch eine anständige Überschrift dabei, für das den Enseigner weiß, wer das ist, auf wem. Und dann setzen wir den Pfeil dran. Da gehen wir sehr zurück an das Shobi, gucken, ob es geklappt hat. Wir machen Refresh. Und voilà, da ist unser Text. Nun kann er noch Senior und auch ihren Text lesen. Noch ein letztes immens praktisches Sache zum Schluss.
Ihr könnt Voice Notes benutzen. Da könnt ihr eine Stimme abholen, nur lauschen, ob es gut ist, und dann dem Senior so schicken. Die App kann natürlich vieles mehr, das aber dann in ihr zu testen und rauszufinden. Also nicht mal viel Spaß und merci für den Nullausstrahl.